Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Aquatico. Lass mich ganz kurz schauen. Wir haben letzte Folge noch zwei Achievements gemacht. Research Subsurface Base 3. Okay. Und Accumulate 1000 Food. Das ist schon mal nicht schlecht. Und im Rest arbeiten wir gerade. Okay, und da oben fehlen uns halt Steine. Wir haben keinen Stein. Den kriegen wir erst durch die Quarry. Haben wir gerade den. Also Research complete. Wir haben aber kein Geld mehr. So. Unser U-Boot ist wieder da. Large underwater mammals are coming to this area when they feel their life is near the end. The location is filled with the skeletons and carcasses. Scientists would like to know more about this phenomenon. We'll collect the uranium that's spreading radioactivity in the area. Schon. Ja komm, lass uns doch noch dahin düsen. Will ich nochmal schnell ein bisschen resupplyen. Und ihr könnt aber ja schon mal dahin fahren. Wir treffen uns dann da, sobald es losgeht. Also sobald wir uns treffen. So, irgendwas, wovon es uns demnächst ausgehen könnte. Fuel. Ich sehe jetzt schon, dass Fuel knapp wird. Heißt, wir werden eine Fuel Refinery brauchen. Schade nicht, wenn wir so eine gleich bauen. Missing Fuel, ja? Oh. War vielleicht nicht so gut, die jetzt gleich abzugraden. Ja, aber... Wir bauen ja gerade. Die sind mit angekommen. An ancient galleon derelict, not sure what to expect with a ship of that age. Hey, ihr dürft nach Hause kommen. Sollt ihr schaffen mit 73, easy. Ja, ihr friert, ich weiß. Nicht mehr lange. So, jetzt haben wir wieder genug Fuel vorerst. The New Atlantis HQ needs more supplies for their struggling colonies. They expect us to participate in this initiative and have sent the request from our city. Machen wir natürlich. 180 Eisen, das ist nichts. Also was heißt, das ist nichts? Das ist schon was, aber wir brauchen es. Wir brauchen es gerade eh nicht. Und schade auch nicht, wenn wir das gleich upgraden. Und unser Rescue Center ist fertig. Jeden Moment.
Ah, das ist nicht gelingt. Okay, da kann ich es nicht linken. Oh, wir haben nicht genug Credits für mehr. Boah. Wir brauchen nur 48 Euro. Komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Danke. German Rescue Center. Ja, und ihr könnt eigentlich auch mal, okay. Und die beiden können sich dann mal das hinten anschauen in 46 Tagen. Wir müssen auch langsam... No houses for people. Ob wir keinen... Also wir nicht genug Häuser haben. Houses empty four. Ich wollte schon... Also das hätte keinen Sinn gegeben, dass wir keine Häuser mehr haben. Ich habe jetzt trotzdem eins gebaut. Wenn Leute Katzen haben können oder Hunde. Das ist der Traum nur von jeder Kolonie im, unter Wasser. Wir brauchen auch keine Medizin. Heißt, wir können mal ein bisschen Medizin sowas verkaufen. Nee, das will ich nicht. Den Rest Sponge. Kriegen wir schon mal wieder 900 Euro. Könnten wir Medium Planter kriegen? Small for School Influence. Ja, wir machen die Quarz mal. Achso, ja, ich muss ja auch immer noch schauen. Ich mag es, dass die verschiedenen Models haben. Ja, ich wollte es einfach mal ein bisschen dekorieren, aber ich wollte eigentlich wegen einer Decoration Factory schauen. Aus irgendeinem Grund schreien die Leute gerade nach mehr Basic Goods. Und aus irgendeinem Grund gehört Dekoration zu den Basic Goods. Oh, sie sind da. We're reading an excellent fishing area that will boost up our food supplies. Requesting permission to briefly put our main objective on hold to restock. Affirmative. Be sure not to waste any more time than needed. Jo, ein bisschen Food noch zugekriegt. Sehr gut, Jungs. Weitermachen.
Ja, wir haben uns wieder gefangen. Das freut mich. Ich würde mir wünschen, dass wir hier irgendwie noch was anderes machen könnten. Wir müssen auch echt nochmal wegen Food schauen, dass wir da demnächst ein bisschen was verbessern. Oxygen könnte uns bald ausgehen. Okay, jetzt haben wir noch eine Quarzmine. U-Boot ist da. We've received a request for assistance signaled by Wessel on their on these coordinates. A trade submarine needs help in minor repairs on their propulsion propulsion system as a sign of gratitude. Her captain has given us some goods. Das ist doch schön. An old relict? Derelict. Dann schauen wir da nochmal hin. Und ein Underwater Base hätten wir dann noch. Können wir noch hinschauen? Dann schicken wir die Jungs wieder nach Hause. Weil ich Angst vor Piraten habe und dass die uns alles unser Geld stehlen. Oh, Rescue Mission. Gut. Plus one Survivor. Heißt, wir brauchen wirklich mehr Häuser. So. Wir haben drei Empty-Häuser. Wir haben mittlerweile 12 Familien. Das ist unser Glück, dass sich die so gut zusammenfinden. So. Schauen Sie uns doch mal die Navigation Signs an. Pipeline is leaking. Wo? Hier? Fick dich. Ich hasse euch. So. Electricity könnte unser nächstes Problem werden. Aber wir können einfach jetzt hier mal schnell ein bisschen unser Solar Panel upgraden. Und dann läuft, dann loopt das wieder. Long-range scanners found what seems to be remnants of an older vessel. There should at least be some raw resources to scavenge. Well, nehmen wir. Dann schauen wir noch zur Underwater Base. Und wir könnten hier mal ein bisschen Batterien hinschicken zum Resupply. Ne? Research completed, okay. Wo ist denn das dann? Okay, und die kann ich jetzt hier, okay. Dadurch, dass ich die hier platziere. Sind die Drohnen schneller? Ist, glaube ich, nicht schlecht. Wir könnten mal ein bisschen Eisen verkaufen. F
500 Euro, ja. Wer weiß, was hier hinten noch alles hinkommt. So, mal schauen, ob das irgendwie was bringt, ob wir dadurch weniger solcher Benachrichtigungen kriegen. Schön wär's. 13 Tage noch, dann sind die Kollegen da. Aber wir brauchen 50 Tools dafür. Also ich glaube, wir brauchen eine neue Tool Factory. Wir haben bloß eine und die eine scheint ein bisschen langsam ein bisschen überfordert zu sein. Wir haben aber nicht genug Credits. Oder Plastik. Ach, Shark Attack Danger. So, an abandoned pilot project of an old underwater base. Even though of an older design, there should be something we might use. Nehmen wir mit und komm hier, nimmt noch ein paar Batterien und kommt nach Hause. Fick, hi! Hat er wieder einen mitgenommen. Nein, nur drei Drohnen. Okay, wir haben noch mal einen neuen Kollegen gefunden oben an der Oberfläche. Sehr schön. Da ist unser U-Boot. Sie sind zu Hause. Ich muss sehen, wie die andocken. Oh Gott. Okay, willkommen zu Hause, Jungs. Willkommen zu Hause. Jetzt chillt erstmal ein bisschen. Das Game ist gecrashed.
Okay, wehe, das Game macht keine Autosaves. Dann bin ich am Boden zerstört. Uhr, ja. Oh mein Gott, Alter. Boah. Das hätte mich gekillt. Es dauert zwar noch ein bisschen, bis sie zu Hause sind, aber at least wir wurden nicht allzu weit nach hinten geworfen, also wieder zurückgeworfen. So. Ich werde es trotzdem mal speichern. Aber wir warten jetzt doch noch ab, bis zum einen das hier gebaut ist und die Kollegen zu Hause sind. Zack. Für die Quarzmine fehlen so ein bisschen Tools. Haben wir gerade fleißig geerntet. Ups. Und unsere Expedition ist zurück. Genau. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen aufstocken. Die können sich jetzt hier mal wieder zurück zu ihren Familien gesellen. Die hier oben in ihrem Ding mit zwei Kleidungsgeschäften leben. Schön. Treffen sich eigentlich gelegentlich mal hier Leute? Ja, gerade war die Tür aufgegangen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell. Wann würden denn die erste Kind endlich erwachsen? Da. Alexander, der kann bald arbeiten gehen. Remy? Okay. Zwei ist das jüngste Kind. Die können jetzt ja langsam mal wieder anfangen zu zeugen. Kann ja nicht sein, wir brauchen Arbeiter. Oh, das ist eine coole Übersicht. Das ist eine gute Übersicht, die muss ich vielleicht öfter nutzen. Gut, die Quarzmine ist gerade noch nicht fertig gebaut. Aber das ist nicht schlecht, glaube ich. Gut, aber bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit damit verschwende, irgendwas zu entdecken, würde ich sagen, wir speichern schnell. Und dann war es mit der Folge. Lasst uns ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Haut rein und ciao.